Liebe Zuschauer, schön, dass Sie mich wieder in Ihr Wohnzimmer lassen. Ja, ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte, die war ganz spannend. Und zwar vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal bei einem großen Bankunternehmen eine Chance, vor 300 tollen Damen zu sprechen. Es war an der Côte d'Azur. Und ich hatte einfach nicht die richtige Idee, was ich zu den Damen sagen sollte. Und irgendwie fiel mir ein, die Zukunft ist weiblich. Und so ist es. Und heute habe ich eine tolle Dame in meiner Sendung. Wir kennen uns seit vielen Jahren, denn wir sind Nachbarn. Und ja, Sie kennen sie wahrscheinlich auch, Frau Professor Susanne Porsche. Hallo, lieber Erich. Liebe Susanne, schön, dass wir beide mal so plaudern, weil wir haben ja schon eine Menge, was wir einfach unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einfach mitteilen wollen. Also erstmal, die Zukunft ist weiblich. Da ist ja was dran. Da ist was dran, aber sie war schon immer weiblich, weil wir Mädels kriegen die Kinder, also ohne uns geht's nicht. Genau. Dennoch, da kann man schon sagen, ihr produziert ja auch dann irgendwie junge Menschen, die einfach die Zukunft planen. In diesem Fall, du hast zwei wunderbare Söhne, ja, die wir, Irin und ich, seit vielen Jahren kennen. Wirklich, das sind ja richtige Prachtexemplare geworden, muss man einfach mal so sagen. Ja, ja, das ist auch mein größter Stolz und meine größte Liebe sind meine Kinder, das ist ganz klar. Aber da auch gleich vielleicht anschließend, ja, ich habe mich viel für Frauen eingesetzt, aber wir müssen jetzt auch anfangen, wieder an die Jungs zu denken. Weil wenn ein Haus brennt, geht immer ein Feuerwehrmann rein oder auch bei der Polizei sind so gut wie immer die Männer, die vorgeschickt werden, was ja auch in Ordnung ist. Aber ich finde, es muss jetzt wieder so ein Gleichgewicht sein. Nicht nur Frauen, sondern es ist halbe-halbe. Das, glaube ich, ist jetzt so die Aussage. Obwohl ich natürlich immer noch viele junge Frauen unterstütze und ihnen auch Mut mache, dass sie sich selbstständig machen. Also nicht, ich will nur nicht, dass es so ein Ungleichgewicht gibt. Das ist schön. Also lass uns mal ein bisschen reden. Wir wollen ja über das Unternehmertum reden. Ja? Mhm. Also wir brauchen ja mehr Unternehmer, ja? Oder Unternehmerinnen. Ja? Du bist jetzt so eine, ja, du bist so eine Generalistin. Du bist in vielen, vielen Bühnen machst du wirklich Tolles. Du öffnest dein Herz, du gibst Menschen irgendwie deine Lebenserfahrung weiter. Und lass uns einfach mal so beginnen. Du hast ja als Junge, also nachdem du das Abitur gemacht hast, damals hast du dich entschieden, Medizin zu studieren. Mhm. Wie war das? Wie kamst du auf Medizin? Das ist eine lange Geschichte, weil als mein Vater starb, war ich 14. Und ich bin von der Schule befreit worden, weil er nur noch von mir Essen angenommen hat, weil er nämlich sterben wollte. Weil damals konnte man ja noch nicht so, den Schmerz nehmen. Und da er Krebs hatte, hat er halt wahnsinnig gelitten. Und da hatte ich mir halt an seinem Sterbebett vorgenommen, dass ich jungen Mädchen helfen will, dass die Väter länger leben. Es ist total romantisch und albern gewesen. Aber schön. Weißt du, du musst ja dann auch, wenn du so dein Ziel vor Augen hast, dir manchmal eingestehen, dass es nicht der richtige Weg ist. Ich habe dann kein Abitur gemacht, weil meine Mutter gesagt hat, je klüger eine Frau, umso schwerer findet sie einen Mann. Habe dann erst nach der mittleren Reife eine Ausbildung gemacht zur medizinisch-praktischen Assistentin. Und da hatte ich dann eben einen Chef, der immer zu mir gesagt hat, war, kann ich Sie endlich als Frau Kollegin ansprechen? Und ich wollte sowieso immer das Abitur machen. Ja, und dann habe ich das Abitur eben nachgemacht. Und und wenn du das mal geschafft hast, dann denkst du, du kannst auch alles. Ja. Und ich war dann in Indien und bin sehr krank geworden und habe dann eben im Rechts der Isar gelegen und habe immer Kinderfernsehen geguckt, weil nachts habe ich geschlafen. Und dann habe ich halt gedacht, das könnte ich eigentlich auch. So Geschichten erzählen, das kann ich vielleicht auch ganz gut. Und so fing es dann an, dass ich mich dann beworben habe und Glück hatte und genommen worden bin. Du bist ja so eine Dame, die unglaublich emotional unterwegs ist. Ja. Und du hast auch eine unglaubliche Menschenkenntnis. Also du weißt, das passt nicht. Du bist schon ein Tausendsasser. Also du sagst nein und du hast einfach so Lebensfreude. Ja? Ja. Darf ich dich mal fragen, woher kommt denn Lebensfreude? Was? Ich glaube, dass ich die auch von zu Hause mitbekommen habe. Ich hatte eine Mutter, die sehr fröhlich war und von der ich auch so den Humor habe. Ich habe einen Vater, der sehr dankbar war. Der hat immerhin zwei Weltkriege erlebt. Zwar den einen als Kind, aber doch ganz bewusst, weil er 9 war, als er anfing.
Und der hat uns Kindern auch immer gesagt, keiner kennt den Weg des Erfolges, darum gehen müssen alle wir den anständigen Weg gehen, so wie er auch. Er war auch sehr fleißig, also so diesen Ehrgeiz habe ich mir von ihm abgeschaut. Aber ich liebe Menschen, ich bin zwar auch oft enttäuscht worden, also so meine Menschenkenntnis hat mich auch schon manchmal verlassen, leider. Aber ich sage immer, wenn mich einer, der mich schlecht behandelt, mir den Willen, zu allen anderen freundlich und nett und lieb zu sein, nimmt, dann hat der ja das erreicht, was er wollte. Und deshalb gebe ich niemandem den Erfolg. Du hast etwas an dir, du liebst Werte. Ja. Also es ist ja etwas Schönes. Also Disziplin, Verantwortung, Menschlichkeit, Freundlichkeit, was auch immer. Jetzt leben wir ja in schweren Zeiten. Wir sind nach wie vor noch in der Pandemie. Jetzt haben wir also dann den Ukraine-Krieg. Aber Werte ist ja etwas, wo man sich auch festhalten kann. Wenn du einfach mal aus deinem Herzen raus mal so unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch mal erklärst, warum sind Werte gerade auch in so schweren Zeiten wichtig? Ach, ja, die Werte sind immer wichtig, aber ich kann es vielleicht an einem Beispiel erzählen, was ich gestern gemacht habe. Ich bin ja im Kuratorium der TU und wir haben Wissenschaftlerinnen mit ihren Kindern und Großmüttern, Müttern aus der Partneruniversität von Kiew hier nach München geholt und um die Familien kümmern wir uns. Und da habe ich mich gestern mit einer Familie getroffen, die drei Kinder haben und dann haben wir so zusammen gegessen und ich habe ihnen Osterhasen geschenkt und in dem Körbchen waren auch Ostereier. Und dieses kleine Mädchen mit 8 nimmt ein Osterei aus dem Körbchen und schenkt es mir. Das ist so herzwärmend, das ist so, ach, du kriegst so viel zurück, wenn du dich kümmerst. Und es geht ja gar nicht darum, dass man sich jetzt wirklich mit viel Geld, wenn man das nicht hat, aber dass man sich mit ihnen trifft, dass man ihnen hilft, dass sie in der Schule, dass wenn man Kinder hat, die Flüchtlingskinder in der Schule haben, dass man die einlädt zum Geburtstag. Weil bei der ersten Welle 15 habe ich mich um alleinreisende junge Männer gekümmert. Also zwischen 14 und 17 waren die. Und da habe ich auch so viel Positives erlebt. Ich habe zum Beispiel die Jugendlichen mit 25 Polizisten Urlaub machen lassen in Rust. Also die, weil ich ja auch, wie du ja weißt, bist ja bei Blaulicht engagiert. Ja. Genau, ja, da bin ich im Vorstand und habe das gegründet mit. Ja. Und da waren für beide Seiten so viele tolle Erfahrungen. Und auch da, wenn ich die besucht habe in ihrem Flüchtlingsheim, es ist ja wirklich traurig, wenn du da hingehst, aber die hatten dann kleine, also jeder hatte ein Bett und einen Schreibtisch und einen Stuhl. Und ein Junge hat dann immer aufgeräumt, dass sein Stuhl frei war, dass ich mich da hinsetzen konnte. Die haben sich so gefreut. Und ich habe gefragt, was ist denn das, was euch am meisten verletzt oder wehtut oder was vermisst ihr am meisten? Und da war ich so erschrocken, weil sie haben gesagt, dass sie keinen Geburtstag feiern können und somit können sie keine Klassenkameraden einladen und deshalb werden sie auch nicht zu dem Geburtstag der Klassenkameraden eingeladen. Weißt du, wenn du dir sowas dann überlegst, das ist ja klar, dass du dann die Geburtstage ausrichtest. Also dem einen habe ich dann in einer Bowlingbahn, dem anderen durfte seine Freunde ins Kino einladen. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten, die aber dann so viel Effekt haben, dass man doch bitte irgendwie mal drüber nachdenken soll, was man selber machen kann. Jetzt gibt es ja diesen schönen Satz, helfen macht glücklich, aber derjenige, der hilft, der spürt das Glück. Ja, ja? Und wie? Und was ja so schön ist, du bist ja eine Dame, die diesen wunderbaren Namen hat, Susanne Porsche, aber du fühlst sie nach aus und zwar mit dem Herzen. Ja? Und das ist etwas, sagen wir mal, das hat noch mehr PS als der normale Porsche. Wenn man einfach mit seiner Art, wie man lebt und mit dem Lebensgefühl, mit der Lebensfreude, einfach seinen Namen auch untermauert, dann ist es etwas ganz Wunderbares. Also, und das machst du wirklich fantastisch. Ja? So, aber jetzt lass uns mal reden, Unternehmerinnen, Unternehmer. Wir brauchen Unternehmertum. Ja? Und Unternehmertum heißt natürlich auch
fleißig sein, Verantwortung tragen, Disziplin, Ideen. Mut haben. Mut haben, ja. Sag doch da mal was drüber. Ja, da haben wir ja auch an der TU hier in München, dieser Turm ist ja wunderbar, was das auch angeht. Aber es ist nach wie vor so, dass Frauen sich seltener selbstständig machen wollen. Aber sie scheitern auch weniger. Also es hat wieder so zwei Seiten. Es gehört natürlich Mut dazu. Ehrgeiz, was immer noch in Deutschland nicht so beliebt ist, das zu sagen, ich bin ehrgeizig. Weil das hat immer noch so einen Beigeschmack. Warum ist es so? Das weiß ich nicht, warum das so ist, aber es hat leider, das ist einfach noch so. Ich habe schon so oft drüber nachgedacht. Ich bin natürlich ehrgeizig, sonst hätte ich das alles gar nicht geschafft, was ich geschafft habe. Aber es hat immer noch so einen Beigeschmack, genauso wie Elite auch noch so einen Beigeschmack. Ich bin ja auch Mentorin in der Bayerischen Elite-Akademie. Das hat auch noch so einen Beigeschmack. Dabei sind das so wunderbare junge Menschen und man bekommt so viel auch ab. Und man lernt so viel, man bleibt einfach jung, wenn man immer sich mit jungen Menschen umgibt. Aber warum das so ist, ist eigentlich schade und ich weiß es nicht, weil in anderen Ländern ist es leider nicht so. Oder ist es Gott sei Dank nicht so, dass diese beiden Worte so belegt sind. Nun hast du natürlich eine unglaubliche Lebensgeschichte im Unternehmertum. Du bist erfolgreiche Dame im Filmgeschäft, du hast unglaublich viel Zeit. Über das wollen wir heute gar nicht reden, müssen wir wahrscheinlich noch eine separate Sendung machen. Aber was mich so interessiert, deine Herzenskraft. Du bist ja so jemand, du kannst tolle Menschen zusammenbringen, die Leute kommen gerne zu dir. Ja? Weil da hast du immer auch so intellektuelle Menschen eingeladen. Du brauchst keine Sitzordnung, ja? Du weißt genau, der passt da. Wie wichtig ist denn das, dass du einfach auch sagst, ich möchte einfach den Menschen Lebensfreude, Lebensenergie schenken, wenn sie bei mir zu Hause sind? Also das war auch schon bei meinen Eltern so. Also mein Vater hat sich zum Beispiel ein Buch gehabt, wo drin stand, was die Menschen zu essen bekommen haben, die bei uns waren, wer welchen Hund hat, wie der Hund heißt. Also mein Vater hat das extrem geführt. So extrem mache ich es nicht, aber eine Sitzordnung mache ich immer. Und ich finde es spannend, dann auch so Tischgespräche zu haben. Ja? Also ich finde es einfach spannend. Die dann wahnsinnig lang gehen. Also ja, das geht manchmal die halbe Nacht. Ja, weil wenn man dann zusammen diskutiert und jeder so seine Meinung hat, man lernt natürlich auch viel. Und in der Diskussion und in dieser Reibung liegt ja auch Nähe. Also an meinem Esstisch haben sich schon viele Menschen kennengelernt, die wirklich miteinander jetzt arbeiten oder miteinander jetzt Dinge bewegen. Und das ist spannend. Und die wollen immer wieder auch neben dir sitzen. Die wollen nicht gehen. Also das ist ja auch schön. Also man denkt, ja, man muss jetzt dann gehen, aber es geht nicht, weil da ist so eine geistige Ansteckungsrate an deinem Tisch, wenn du Gäste einlädst, wo einfach die Leute nicht gehen und wo dann auch der Alkohol nicht so fließt wie vielleicht in anderen Bereichen, ja, wo Menschen einfach sagen, ja, ist irgendwie langweilig und immer das Gleiche. Und ich habe so ein Zitat von Alfred Biolek, den ich sehr schätzte. Ja, der gesagt, ich auch. Der gesagt hat, Routine ist schlecht für die Gesundheit. Ja, das glaube ich. Da ist was dran. Ja. Also Routine ist langweilig, man hat keine Energie. Susanne, darf ich mal fragen, wo beziehst du deine Energie her? Du hast ja eine Mega-Energie. Also, ich schlafe gut, ja? Also richtig gut. Deshalb bin ich auch ausgeschlafen, wenn ich morgens aufstehe und gleich fröhlich. Und auch aus den Ideen, die ich dann habe. Ich bin auch so, dass Routine langweilig ist. Das klingt jetzt so ein bisschen, das stimmt. Wenn ich was auf den Weg gebracht habe, dann schaue ich, dass ich schon wieder was anderes auf den Weg bringe. Weil wenn ich es auf den Weg gebracht habe, dann können es auch viele andere weitermachen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber mich reizt auch das Neue. Ja, viele brauchen ja so die müssen genau wissen, wie man nach vorne läuft. Aber ich brauche auch wieder eine Herausforderung. Also ich muss mir immer selber wieder Ziele stecken. Du bist, sagen wir mal, immer auf der Spur, dass es weitergeht. Ja. Und da sind wir ähnlich. Also, ja, genau. Könnte auch sagen, ja, wir haben alles erreicht. Und nein, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aber du machst immer wieder Dinge, wo du Menschen etwas zurückgibst. Ja. Ja? Wo du etwas wirklich vom Herzen her gibst.
Du bist so jemand, über das müssen wir natürlich mal reden, du bist ja ein Business Angel. Du hast ja viele, viele junge Menschen, du investierst, du gibst denen Kraft. Aber die wollen ja nicht nur die Investition von dir, sondern die wollen auch dein Wissen, deine Erfahrung, deine unternehmerische Erfahrung. Ja? Aber Erich, das ist ein Geben und Nehmen. Ja, ich bekomme genauso viel zurück. Ja. Also eigentlich komme ich sogar noch mehr zurück. Es ist so schön, wenn du siehst, dass die erfolgreich sind. Es ist schön, sie einfach zu begleiten, auch wenn sie traurig sind. Oder auch wenn du so aus... Weißt du, das klingt jetzt so viel, dass ich so viel mache, aber ich bin halt auch schon so alt. Drum habe ich schon so viel gemacht. Nein, das korrigiere ich mal. Du bist nicht so alt, du bist sehr erfahren. ja, aber nein, das kannst du nur mit den Jahren schaffen. Manche Menschen sind jung und haben keine Erfahrung und werden dann alt. Nee. Du bist jung, das bist du. Du bist halt charmant. Nein, das meine ich auch so. Weil wir kennen uns schon eine Weile. Und also ich muss sagen, wichtig ist ja auch, man kann ja auch im erfahrenen Alter kann man Freundschaften entwickeln. Das ist auch wichtig. Ja. Und du kennst natürlich Gott und die Welt. Und manchmal sagst du, die Welt ist doch anders, wenn man jemand dann merkt, wie er sich verändert. Und was ja wichtig ist, aber das liegt vielleicht auch, das können wir ja schon mal sagen, liebe Zuschauer, wir beide sind ja Zwillinge vom Sternzeichen. Gell? Also wir haben immer zwei. Und ich sage mal dieses Beispiel. Ja? In jedem Menschen, haben wir ja schon mal kürzlich besprochen, gibt es ja zwei Wölfe. Gell? Ja. Und wir haben halt einfach immer wieder, wir füttern den guten Wolf. Ja. Und der gewinnt dann immer. Ja. Und der Negativwolf, der in jedem Menschen auch in uns ist, der kriegt halt nicht so viel Fressi. Ja, genau. Und darum ist es so wichtig. Aber jetzt mal zurück. Du bist ja auch eine Dame, die sehr viel tut für den Beruf der Lehrer und Lehrerinnen. Ja. Und ich persönlich sage immer, die Lehrerinnen und Lehrer sind ja zum Teil ja schon erziehungsberechtigt in manchen Dingen. Die kriegen ja plötzlich die Kinder rein und dann kriegen die Probleme. Da müssen die im Grunde nicht nur Schulstoff durchziehen, sondern müssen auch sich... Es ist auch ein ganz harter Beruf. Brutal. Denn wenn 30 Kinder schweigen, ist es auch laut. Ja. Und den Lehrerpreis, den deutschen Lehrerpreis, den ich erfunden habe und dann auch mit viel Kraft durchgezogen habe und den es heute immer noch gibt, aber ich mache ihn nicht mehr, den habe ich deshalb... oder die Idee hatte ich auch durch meinen ältesten Sohn, als der ins Gymnasium kam, hatten wir so einen tollen Direktor und er hat so einen wunderbaren Klassenlehrer gehabt. Und die beiden Volksschullehrerinnen meiner Kinder waren auch so sensationell. Und du kannst ja nicht hingehen und den Lehrern irgendwas Tolles schenken, aber du kannst ihnen, Anerkennung schenken. Und das wollte ich eben damit machen und das war sensationell. Und den Direktor unserer Kinder also habe ich erst dann den Lehrerpreis gegeben, erstens mal, als die Kinder aus der Schule waren und als er pensioniert wurde. Also es ist so eine Dankbarkeit auch, dass die sich so gekümmert haben. Und meine Kinder sind ja auf ein bayerisches Gymnasium gegangen und auf die bayerische Volksschule und haben das bayerische Abitur gemacht. Und da bin ich auch ziemlich stolz drauf, weil das ist einfach ein Wert. Dennoch ist noch immer für den Beruf der Lehrerin und des Lehrers immer noch, sind die mit den langen Pullis und die nur mit Jeans rumlaufen, die so viel Urlaub haben. Das stimmt ja alles nicht. Ja. Also hast du nicht auch das Gefühl, dass der Beruf der Lehrerin und des Lehrers ein Upgrade bräuchte? Auf jeden Fall. Deshalb habe ich es ja auch gemacht. Auf jeden Fall. Und wir haben ja auch zu wenig Lehrer und Lehrerinnen. Ja. Das ist ja das große Problem. Wir müssen wieder einen größeren Anreiz. Also in den nordischen Ländern, da werden die Klassenbesten werden Lehrer. Bei uns leider nicht. Und das muss man einfach auch ändern. Und ich glaube, dass wir gar nicht anders können, als den Lehrerberuf aufwerten, weil wir brauchen sie und die Lehrer gestalten unsere Zukunft. Aber er ist so auch nicht geschützt, der Lehrerberuf. Also der ist nicht so richtig geschützt. Also kriegen ja doch auch viele Angriffe dann. Also wenn jetzt mein Kind durchfällt, dann kommen die Eltern und sagen, ja und wieso. Und also ist schon ein hoher Diskussionsgrad, den so Lehrerinnen und Lehrer manchmal erleben. Ja, es kommt dann auch so die eigene Kindheit zurück. Also wenn du in die Schule gehst, dann, ich habe es mit vielen Eltern auch besprochen, die gehen dann in die Schule und haben genau die gleichen Gefühle, wie sie hatten, als sie in der Schule waren. Und es hat ja jeder mal was angestellt, es war ja jeder auch mal faul. Es ist ja selten, dass einer ganz gerade geht. Also
Ja, also ich finde es einfach so wichtig. Aber man muss auch die Kindergärtner hochheben. Und ich finde auch im Kindergarten, ich würde ja, wenn es nach mir ging, eine Kindergartenpflicht einberufen, damit jedes Kind Deutsch lernt, wenn es in die Schule kommt mit 6, dass es wirklich Deutsch kann. Wenn es 2 Jahre im Kindergarten war, dann hat es das gelernt, weil die Kinder lernen untereinander. Voneinander, unglaublich. Genau. Du hast etwas Schönes mal gesagt, und zwar, du sprichst über dieses Dreieck, also Eltern, Schüler und Lehrer. Ja. Das finde ich ja super. Ja, weil wenn die drei zusammenhalten, dann kann eigentlich... Dann kommt was raus. Genau. Dann kommt was raus. Genau. Du hattest einen Lehrer, den du, wahrscheinlich war der hübsch oder so, den du vergötterst hast, als du Schülerin warst. Mein Mathelehrer? Dein Mathelehrer, und der dann leider verstorben ist. Ja. Und das ist dir so nahe gegangen. Ja, das war schrecklich. Ja, und du hast ihn ja dann auch im Krankenhaus immer besucht. Ja. Ja, das war im Gymnasium. Ja, das war unendlich traurig, weil der uns auch alle so motiviert hat. Und das war so, der hat auch gesagt, Mädchen können auch Mathe. Weißt du, ich bin ja auf ein reines Mädchengymnasium gegangen. Das war, das war ja immer noch so, dass die Mathematik so mehr das Männliche war. Aber auch mein Vater hat immer gesagt, du kannst das genauso gut wie alle, und hat mit mir auch immer Schach gespielt. Und das habe ich dann auch weitergeführt. Wie ich angefangen habe, hat er ohne Dame mit mir gespielt. Und das habe ich dann mit meinen Söhnen auch so gemacht, dass ich auch so die Motivation hatte, das mit ihnen zu spielen, weil du da das logische Denken halt so wunderbar lernst. Und ich glaube, dass wir einfach unsere Kinder motivieren müssen und vorleben. Das Vorleben ist die wichtigste und beste Erziehung. Und du hast ja auch so schön gesagt, ein Lehrer sollte Vorbild sein, auch wenn er ein schlechtes Vorbild ist. Weil dann sagt der Schüler, so will ich nicht werden wie mein Lehrer. Ja, und du erinnerst dich. Ja? Du erinnerst dich auch mehr an die strengen Lehrer als an die... Ja, genau. Und das macht ja auch nichts, wenn man einen nicht so mochte. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Die Damenwelt ist natürlich schon heute im Bildungsbereich, liegen die also weit vor den Herren, gell? Also wenn du mal du bist an der TU München, du weißt es, also gerade im Medizinbereich, auch im Engineering, also überall sind die jungen Damen sind besser wie die jungen Herren. Das ist ja schon auch etwas in Richtung Elite, also da kommt schon was auf. Ja. Wobei ich immer sage, wir Mädels, also wenigstens wie ich jung war, hatten es viel leichter, weil keiner hat uns gefragt, wie können wir eine Familie ernähren. Ihr Jungs habt ja schon so dann gesagt, wenn mal eine Familie kommt, ihr müsst ernähren. Wir konnten unterm Radar ausprobieren, was wir machen. Aber ich gebe dir recht, die Juristen, die besten Juristenexamen, Medizinexamen, aber es ist natürlich auch so, dass es auch da hoffentlich irgendwann ein Gleichgewicht gibt. Es ist nur schade, dass hier ist ein Glastisch, dass viele Frauen nicht durch die Glasdecke gehen und nicht dann nochmal den oberen Schritt machen können. Aber auch das wird sich hoffentlich ändern. Susanne, du hast eine Botschaft, und die ist wirklich spürbar. Du bist jemand, der einfach sagt, Vertrauen ist wichtig, und du vertraust dir auch immer selbst. Du bist jemand, sagst, ich will weitermachen, ich will einfach nach vorne. Du bist jemand, der auch etwas versteht, wie Erfolg entsteht. Du bist eine gute Kommunikatorin. Also alles, was mit Erfolg zu tun hat, hat was mit einwandfreier Kommunikation zu tun. Und zwar mit menschlicher Kommunikation. Also mit Emotionen, mit Empathie. Und das ist ja etwas, was man nicht lernen kann. Ja? Also es gibt durchaus Menschen, die sind so kalt wie eine Hundeschnauze, ja? Aber haben vielleicht was anderes wieder. Aber dennoch leben wir in einer Zeit, wo aufgrund der Situation, die wir derzeit durchleben weltweit, man spricht in den Medien über Atomkrieg, also wo man sagt, boah, man spricht über Aufrüstung, 100 Milliarden, sagt der Bundeskanzler Scholz, werden jetzt in die militärischen Einrichtungen. Das sind ja schon Dinge, die Angst machen. Und Angst ist ja etwas, ist ein schlechter Berater, weil Angst zieht Energie. Dennoch Menschlichkeit. Menschlichkeit ist jetzt gefragt. Menschlichkeit ist gefragt, wenn man auch sagt, ich habe Angst. Wenn ich mit jemandem die Angst teile, ist es nur noch die Hälfte. Ja? Also du bist ja jemand, deine Botschaft ist, ich bin ein Mensch. Und das ist echt toll.
Ja, Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ja. Aber natürlich, jeder Mensch hat Angst. Vor allen Dingen neue Sachen machen Angst. Ja. Deshalb muss man einfach auch die Menschen, die jetzt aus der Ukraine kommen, an die Hand nehmen und sagen, bei uns ist es schön. Die haben natürlich vor uns Angst. Denkt, wenn man einfach sich selber denkt, du musst morgen gehen, was packst du ein? Oder jetzt gleich. Ja? Du kannst ja kaum was mitnehmen. Die verlassen ja auch ihre Heimat, die schön ist. Die meisten wollen ja auch wieder zurück, weil ja, es natürlich ist ja schön. Und die haben ja sich da ihr Leben toll eingerichtet. Und das sind ja fleißige Menschen. Und auch intelligente Menschen. Ja. Also gebildet. Ja, alle Menschen sind intelligent. Ja, das kommt nur auf den Bildungsstand drauf. Ja. Also deshalb glaube ich, nochmal zurück, ich muss da noch einen Satz sagen. Ich denke, dass in 10 Jahren oder in 5 Jahren sowieso die Frauen und die Männer gleich sind, weil wir gar nicht mehr so viele Männer haben, die mehr sind als die als vom Wissen. Und ich glaube, dass so viele Väter jetzt Vorstandsvorsitzende sind, die alle Töchter haben und die vielleicht dadurch jetzt auch mehr Frauen in die Führungspositionen reinhieven. Wenn du einfach mal so eine Botschaft jetzt hier in unserem Gespräch Richtung Berlin abgibst zum Thema Wirtschaft, zum Thema Menschlichkeit. Wie würde die aussehen oder wie sieht die aus? Oh, das ist ja eine schwere Frage. Schon mehr auf die Bildung auch achten, auch mehr Geld in die Bildung investieren. Und wir müssen auch, so wie in Amerika, dass man dankbar ist, wenn man auf einer Universität einen guten Abschluss gekriegt hat, dass man was zurückgeht, vielleicht mit Stipendien für andere Studierenden, die es nicht so gut haben oder dass man sowas, das ist hier nicht üblich, weil hier alles umsonst ist. In Amerika zahlst du an der Universität und da spürst du es ganz anders und darum gibst du auch zurück. Hier ist alles kostenfrei und darum gibst du auch nichts zurück. Also ich glaube, man muss so ein Stück zurückgeben auch. Das ist vielleicht was auch in die Köpfe muss. Und dann muss man halt, es gibt so viele Stellen, also wie ich schon gesagt habe, man muss in den Kindergärten schon anfangen, dass die Menschen Deutsch sprechen können. Wir haben auch viel zu viele Politiker. Guck dir mal an, wie groß unsere Regierung geworden ist. Es ist Wahnsinn, ja. Also man muss so vieles auch anpacken und ich meine, es ist wunderbar, dass wir jetzt eine Ampelregierung haben, weil die können jetzt 100 Milliarden einfach beschließen. Wenn auf das grün jetzt, schalten. Ja, wenn das jetzt eine andere Regierung gemacht hätte, man weiß, was da geworden ist. Also es hat alles immer so was, was auch gut ist. Und ich bin auch jemand, der auf die Menschen schaut, die regieren und nicht unbedingt aufs Parteibuch. Susanne, was bist du für ein Mensch? Boah. Lustig? Fällt mir da ein. Ich lache unheimlich gern. Hübsch? Ja, doch. Was bin ich für ein Mensch? Ja, ich habe auch meine Macken. Ich bin zum Beispiel leider nachtragend. Eifersüchtig das auch ärgere ich mich, das ärgert mich. Nee, Eifersucht nicht. Wenn du als 5. Kind auf die Welt kommst, hast du gar keine Zeit. Hast du keine Chance. Nee, weil jeder hat schon, weißt du, die sind dann alle eifersüchtig auf dich. Ja, ja. Da hast du gar, also Eifersucht ist was ich nicht so habe. Ich würde gerne daran arbeiten, dass ich mehr vergessen könnte. Also ich sage immer, ich bin nicht nachtragend, aber ich vergesse nichts. Also das ist so meine größte Schwäche, glaube ich. Und so ein bisschen Gottvertrauen ist das auch in ja, dir? Ja, das habe ich auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall. Weil so sind wir halt auch erzogen. Ja. Und ich habe so viel erlebt in meiner Familie, dass ich sage, ja, Gott sei Dank habe ich das. Gott sei Dank kann man beten. Ich will dir meine Geschichte erzählen. Ich war letzte Woche bei der Caritas-Werkstatt in Dachau. Da gibt es behinderte Menschen, geistig behindert, seelisch behindert, körperlich behindert. Und dann habe ich einfach mal erlebt, was diese Werkstatt macht. Unglaublich. Dann habe ich den dortigen Chef gefragt, was wäre denn, wenn es die Caritas nicht gäbe? Dann sagt er, das können Sie sich nicht vorstellen, was die Caritas im Stillen so macht. Mhm. Und ich verstehe das nicht. Die Caritas ist eine Institution der katholischen Kirche, dass man das nicht mehr nach vorne stellt. Also ich finde, dieser Spruch von Erich Kästner, tue Gutes und sprich drüber, das finde ich in Ordnung. Also man, ja, wie siehst du das? Also die Kirche ist ja jetzt immer wieder logischerweise mit den Missbrauchfällen behaftet. Das wird sie auch nicht so schnell loskriegen.
Aber dennoch gibt es die Caritas, gibt es so viel, wo die Leute an der Kirchenpforte anklopfen, was wir gar nicht so mitkriegen. Ja? Und die Kirche macht einen Mega-Job. Mega-Job. Ja, auch für die alten Menschen, ja, die, die ihren Trost sonntags im Gottesdienst suchen. Ja, wir sind in so einem Zeitalter, weißt du, wo dann viele sagen, der Urknall war da, die Religion ist von Menschen gemacht. Auch mein Vater hat immer gesagt, an Gott muss man glauben, aber nicht ans Fußvolk. Also es gibt halt auch viele Pfarrer, die ihre Gemeinde vorbeipredigen. Ja. Ja. Es gibt aber auch wieder andere, die wirklich auf ihre Mitmenschen eingehen. Also das menschelt halt. Und ich glaube, es ist einfach schwierig, da so pauschal drüber zu reden. Und wir müssen halt auch festhalten am Religionsunterricht, damit die Jugendlichen sich entscheiden können und auch gegen was sie sich entscheiden. Wenn ich sage, wenn die mal erwachsen sind, können die selber entscheiden, wo sie hingehen. Wenn sie es nicht kennengelernt haben, wissen sie nicht, wofür sie sich entscheiden sollen. Also ich glaube, auch das ist ein wichtiges Thema. Aber wir können nicht alles bewegen, leider. Ich würde gern noch viel mehr machen, aber wir können nicht alles machen. Du machst so vieles. Also wenn man da so mal schaut, wie du Menschen einfach auch mit deiner Erfahrung oder mal mit einem Telefonat, man kann ja so vieles tun, ohne irgendwie jetzt Geld fließen zu lassen oder einfach einer großen Organisation irgendwie eine Spende zu machen, sagen, ja, habe ich irgendwie so meinen inneren Schweinehund mal so ein bisschen gezügelt. Aber was ja wichtig ist, das Leben geht ja immer weiter. Aber weißt du, ich habe jetzt gerade auch, wie wir diese Wissenschaftlerinnen hierher geholt haben, ein paar Freunde angerufen und die haben mir geholfen. Die Kira hat mir geholfen, der Willi hat mir geholfen, die Gabi hat mir geholfen, die Karin hat mir geholfen. Das ist so schön, dass ich nur Danke sagen kann, ja, weil die haben mir sofort spontan gesagt, wir helfen und das ist einfach so lieb. Und da kommt es jetzt wieder auch, was du natürlich unglaublich machst. Du hast Netzwerke, ja. Und du bist aber auch eine Networkerin mit 2T, ja, das heißt, du lädst Menschen ein. Es gibt ja andere Menschen, die auch sehr berühmt sind in München, die dann Leute einladen, sagen, hey, was gibst denn du, was macht denn der? Also den kennen wir alle, solche Leute, die einfach sagen, machen wir mal ein Riesenfest und dann laden wir die richtigen Leute ein, ich bin in jedem per Du und dann sollen die mal spenden und dann, ja. Nein, du bist jemand, der immer etwas tut, was im Herzen bei denjenigen ankommt und was bei dir auch im Herzen zurückkommt. Ja. Weil schlussendlich, was im Herzen ankommt, das ist wunderbar. Mhm. Das ist wunderbar. So. Und darum ist es auch so wichtig, gerade jetzt in schweren Zeiten. Wir haben schwere Zeiten und das geht auch nicht schnell wieder vorbei. Da ist es wichtig, wie gut sind denn die Netzwerke? Ja? Und wenn man jemanden einlädt, weil man sagt, und das ist etwas, ich glaube, das haben wir als Nachbarn schon längst überschritten. Natürlich hat die Irin und ich auch Menschen eingeladen, weil wir von denen was wollten. In der Geschäftszeit schönes Essen gemacht, Fondue, wie viel Fondues haben wir gekocht und weil im Grunde wollte man den Kunden, und das hat ja auch manchmal funktioniert. Aber heute ist es so wichtig, Menschen einzuladen und sagen, wir wollen nichts voneinander, aber wir können. Und das ist so schön. Und das spürt man auch bei dir. Du hast so eine, ja, und wie soll ich das sagen? So eine Mentalität auch so, ja, wie ein bisschen wie BRK, ja, also wo man sagt, ich mache etwas und da muss jetzt nicht gleich was Wahnsinniges zurückkommen, sondern was ich mache, das kommt bei mir zurück, weil ich Menschen helfe, ja, und da ist es halt auch wichtig, dass man mit den Menschen redet, dass man auch auf Augenhöhe spricht, dass man etwas gibt, auch im Gespräch und dass daraus vielleicht sogar tiefere Kontakte entstehen. Ja, ich habe natürlich auch schon oft probiert, was wem zu helfen und habe gemerkt, dass viele Menschen es nicht wollten. Ich erinnere mich, als ich vor 30 Jahren hier eine AIDS-Gala gemacht habe, da haben mir nicht so viele geholfen, weil dieses Thema für viele so unangenehm war. Für mich nicht, weil in den Medien, ich habe so viele Menschen verloren durch diese blöde Krankheit. Die ist ja Gott sei Dank jetzt in den Griff zu kriegen. Sie ist immer noch nicht weg, das dürfen wir auch nicht vergessen, aber man kann damit leben.
Auch bei meinen Polizisten, wie ich die Flüchtlinge mit den Polizisten in Urlaub schicken wollte, da war es auch schwierig. Da habe ich auch einen Abend gemacht, aber trotzdem hatte ich tolle Leute. Da hat mir der Bernd zum Beispiel die Bus gestellt. Also das sind alles dann, wo ich dann könnte ich diese Freunde knutschen, dass sie mir helfen und verstehen. Dass auch mein Sohn Felix, der hat dann eine Wohltätigkeitsgeschichte moderiert, so toll. Der hat dann eine Fahrt mit der Blauen Minna, weißt du, weil wir ja von Polizei, vom Blaulichtverein, hat er für ganz viel Geld versteigert, damit die Leute da mal mitfahren können. Und wir haben so viele Sachen gemacht, die nicht viel Geld uns gekostet haben, diese Preise, und die Menschen wirklich ihr Portemonnaie aufgemacht haben für was Gutes. Aber es wird immer schwerer. Und deshalb muss man einfach dankbar sein für alle, die mithelfen. Ja? Und jetzt ist gerade die Welle, jetzt sehen wir alle, dass jetzt alle da sind, aber jetzt müssen wir eben aufpassen, dass es nicht wieder abflaut, weil es kommen noch viele. Wir sind erst am Anfang. Ja, aber ich glaube, die Menschen, die kommen, wie soll ich das sagen, die haben auch irgendwie die brauchen ein Zuhause, aber nicht jetzt lange. Ja? Auf der anderen Seite, ich habe jetzt kürzlich wieder mit einem der Krankenhausmanager gesprochen, also momentan sind die happy, weil die wollen also einfach Krankenpfleger, die werden also Küchenpersonal, die sagen, ich will nicht hier sein und sagen, bitte, gebt mir Geld, sondern ich bringe auch was rein. Also das ist ja auch etwas, wo wirklich Europa partizipiert, wo Deutschland partizipiert. Und Europa rückt eng zusammen. Wird eng. Also es hat was Schönes. Also alles Negative hat auch ein Geschenk in der Hand. Man muss nur manchmal länger danach suchen. Und das ist schön. Aber du darfst nicht vergessen, auch im Krankenhaus, weil ich bin ja Stiftungsvorsitzende für die Schwabinger Klinik, die ja mit dem rechts der Isar, also die TUM ist wieder die TUM. Und das Schwabinger Krankenhaus. Und da haben wir jetzt auch Kinder, die langzeitkrank sind. Und die, weißt du, das muss auch bezahlt werden. Also wir müssen auch schauen, wie wir das alles hinkriegen. Wenn einer akut krank ist, dann wird er bezahlt. Aber die Langzeitkranken, jetzt müssen wir schauen, wie kriegen wir das bezahlt. Das sind alles so Probleme, an die wir gar nicht denken. Du bist auch so jemand, weißt du, wir brauchen auch, ich sage jetzt mal, eine starke NATO der Herzen. Dass man sagt, wir sind da, wir helfen jetzt und wir können da einschreiten. Wir können wirklich mal zeigen, wie stark wir sind. Ja? Und ich glaube, das ist schon etwas, was du bist schon eine Botschafterin der Herzen. Also das ist, und das tut dir auch gut. Das ist so peinlich, dass du mich so lobst. Nein, aber das ist so. Nein, aber das tut dir doch, da könntest du dich doch wie so ein junges Fohlen wälzen. Weil das ist ja das Schönste. Du bist wirklich so eine Botschafterin der Herzen. Ja? Und gerade jetzt das Thema Ukraine, wo fehlt es denn da noch? Erzähl mal. Ja, du, erstens mal ist es in München irrsinnig schwer, Wohnraum zu finden. Ja? Ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich für zwei Familien es gefunden habe, aber die TU macht auch extrem viel. Also wir helfen auch die Professoren untereinander. Aber dann ist in der Wohnung gar nichts. Ja? In der einen ist noch nicht mal eine Küche. Also du musst alles besorgen. Du musst die Möbel, du musst Tassen, Teller, alles brauchen die. Und ich sage nur, das Gute ist, auch wenn sie zurückgehen, kann ein Möbelwagen und können sie alles mitnehmen, denn die haben ja nichts mehr, wenn sie zurückkommen. Wenn du die Bilder siehst, dass die Häuser oder die Wohnung einfach zerbombt sind, ich finde, das ist so unmenschlich, wenn du das siehst, dass du alles, was du ihnen jetzt schenkst, ja auch gut mit zurückgenommen werden kann, wenn sie zurückkommen wollen. Natürlich wollen wir auch viele behalten. Ja, klar. Das ist klar. Also da wird ein Wettlauf damit passieren. Die wollen wir behalten. Genau. Das wird. Mach doch noch mal einen kleinen Aufruf für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wo es fehlt. Mach doch mal einen Aufruf. Na, der Aufruf ist einfach zu schauen, was man vielleicht in der Nachbarschaft auch mitmachen kann oder auch selber nur mal so eine Familie einladen und mit ihnen in den Zoo gehen oder ins Deutsche Museum gehen oder irgendwas. Es können Kleinigkeiten sein. Wenn es von Herzen kommt, tut es einfach gut. Und sie werden sehen, sie bekommen es belohnt, weil es ist so wunderbar, wenn man helfen kann. Das ist überhaupt das Schönste. Schön. Helfen macht glücklich. Ja. Liebe Zuschauer, ja, heute war bei mir Susanne und ich denke, Susanne war heute hier der Porsche der Herzen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Jeune Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.